Guten Morgen, ihr da draußen. Es ist jetzt 7 Uhr morgens hier in Canyonland, USA. Es ist Freitagnacht, der 25. April 2003. Ich bin gerade unterwegs in die Canyonlands. Nur ich, die Musik und die Nacht. Affengeil! Ich habe, wie vermutlich viele andere auch, von der Geschichte gehört, als sie durch die Weltnachrichten ging. Es ist eine der Geschichten, die um die ganze Welt geht. Alle Leute, mit denen ich rede, die gerade mit mir an dem Film arbeiten, wissen davon. Wissen alles davon, vermute ich. Ich war gerade am Anfang der Rettungsaktion involviert. Wir hatten Aaron an einem Montagabend zu Hause erwartet. Es war eine Party bei mir zu Hause und wir fanden heraus, dass er schon seit Samstag vermisst wurde. Am Dienstagmorgen kam er nicht zur Arbeit, was schon extrem seltsam ist. An diesem Abend rief mein Mitbewohner Elliot ein paar Freunde und Aarons Mutter Donna an. Zu diesem Zeitpunkt starteten alle ihre Bemühungen im vollen Rahmen. Am Anfang war es echt schwierig, Leute zu motivieren, nach Aaron zu suchen, da keiner eine Ahnung hatte, wo er eigentlich war. Was mich motiviert hat, war, dass ich wusste, dass er sich nicht verlaufen hatte. Ich kenne seine Fähigkeiten und Erfahrungen, sodass er sich unmöglich verirrt haben konnte. Irgendetwas hielt ihn auf. Endlich hatten wir einen Erfolg, als wir herausfanden, dass seine Kreditkarte in Moab benutzt worden war. Immerhin wussten wir dann zu dem Zeitpunkt, dass er nicht in Richtung Berge unterwegs war, sondern in Richtung Wüste. Bitte beschreib, inwiefern es anders ist, sich beim Filmen nur auf eine einzige Rolle zu konzentrieren. Vorher habe ich immer nur Gruppenfilme gemacht, also Filme mit vielen Personen. In Trainspotting oder Shallow Grave kommen immer mehrere Leute vor. Selbst Slumdog Millionaire hatte eine riesige Menge an Schauspielern. Das verteilt den Schwerpunkt. Eine der Essenzen wirklich guter Regiearbeit ist es, mal einen Film mit nur einem einzigen Schauspieler zu drehen. Eine einzigartige Erfahrung. Also in den anderen Filmen versuchst du, Beziehungen zwischen verschiedenen Rollen aufzubauen. Ich vermute, dass du in diesem Film die Rolle auf eine andere Weise definieren musstest. Die Beziehung besteht dann mehr zwischen dem Regisseur und den Kameraleuten als mit anderen Rollen. Hey Aaron, Mom hat von dir immer noch nichts gehört. Würdest du sie bitte mal anrufen? Ich melde mich wieder. Und heute Morgen begrüßen wir hier bei uns unterm Felsen einen ganz besonderen Gast, Aaron Ralston! Oh, es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Danke. Danke. Hey, habt ihr euch verlaufen? Ich kenne mich hier aus. Was sagt ihr? Denkt immer dran, alles wird gut. Oh mein Gott, Aaron! Und stimmt es, dass du niemandem gesagt hast, wohin du gehst? Ich stecke jetzt bereits seit 24 Stunden in dieser Felsspalte fest. Ich muss mich unbedingt warm halten. Ich habe noch etwa 150 Milliliter Wasser. Das sollte mich am Leben halten bis morgen Nacht, wenn ich Glück habe. Das war's dann. Gib nicht auf. Aaron, gib nicht auf. 127 hours. Demnächst im Kino.